Zum 01.04.2017 wurden nun endlich nach langen Voruntersuchungen und entsprechenden Forderungen im nationalen Krebsplan die immunologischen Tests auf Blut im Stuhl in der Darmkrebsvorsorge in Deutschland neu eingeführt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass diese Tests Darmkrebs und seine Vorstufen sehr viel zuverlässiger entdecken als der herkömmliche chemische Guaiac-basierte Stuhlbluttest. Jetzt ist die Herausforderung, dass diese Tests auch wirklich angenommen werden und häufiger verwendet werden. Was in Deutschland immer noch aussteht, ist die Einführung eines organisierten Screening-Programms mit gezielter Einladung der Versicherten, idealerweise gleich mit mitgeschicktem Stuhlbluttest, weil Studien ganz klar gezeigt haben, dass das die Teilnahmequote erheblich steigert. Unsere holländischen Nachbarn machen uns seit einigen Jahren vor, dass das funktioniert. Hier gibt es ein organisiertes Programm mit Einladungsverfahren, mit Zusendung der Stuhlbluttests, und dort werden Teilnahmequoten von 60-70% erreicht.